Wir stellen euch heute das Lego-Set 76900, den Königsegg, vor. Das Set ist 2022 erschienen und kostet 19 Euro. Die Alterempfehlung ist 7+. Das erste Set der Serie Speed Champions ist bereits 2015 erschienen. Beim Kauf dieses Sets erhaltet ihr diesen Karton. Zu sehen sind die Berge und das Auto der Königsegg Jesko. Ja, ich finde dieses Bild sehr schön. Ja, man hat hier diesen Reifen, das bedeutet 1:1, sprich dieser Lego-Reifen von diesem Auto passt genau in diesen abgezeichneten Reifen. Man hat auf der Rückseite dieses Kartons so einmal ein Bild von hinten. Da kann man auch besonders schön vor dem Kauf, bevor man dieses Set gekauft hat, diese Lichter sehen. Ich finde, diese Lichter hier sind richtig gut gelungen. Es ist einfach so ein Viertelkreis. Und den hat man einmal hier und hier. Und es sollen so die Rücklichter darstellen. Hier hat man diesen Motor. Das ist so ein 2x2-Block. Man denkt immer, es ist so ein Motor. Hier ist es der Auspuff. Ich finde diesen Auspuff hier richtig gut, dass dieser Motor den Auspuff darstellt. Ja, dieses Set hat viele Aufkleber. Man sieht es wieder. Hier welche. Da eigentlich, das ist, der war schon gemacht von diesem Set. Ja, eigentlich viele. Hier und hier, das sollen die Spiegel darstellen, die Außenspiegel. Ja, dann hat man hier einmal ein Originalbild, so sieht dieses Auto eben wirklich aus. Und ja, so von unten. Ja, ich habe euch dieses Set schon mal aufgebaut. So, hier ist er. Unser schöner Königsegg. Man sieht hier, wie gesagt, diese Spiegel ganz gut. Da und rechts und links. Und ja, ich finde, der fährt ganz schön. Dieser Königsegg hat hinten diesen, wie auf dem Bild schon gesehen, diesen Spoiler. Ich finde diesen Spoiler richtig schön, weil er so anders ist als sonst. Die meisten Spoilers sind so klein und biegsam und dieser hier ist einfach aus mehreren Teilen zusammengesetzt und wirkt richtig stabil. Ich finde, das sieht schön aus. Ja, dieses Auto hat ein paar Spezialteile noch, die ich euch so von außen auch zeigen kann. Dieses hier, ich weiß nicht, ob wann es auf dem Markt war, aber das ist, ich finde, es ist ein schönes Teil. Ich kann es mal abmachen. So sieht's aus. So ein kleines Dreieck. Finde ich schön, so flache Steine. Die gefallen mir immer ganz gut. Dann gibt es hier dieses Teil, kann ich jetzt nicht ausbauen. Es ist so eine Felge, nur in breiter. Aber das sieht man auch noch auf der Teilliste. Ja, viele Aufkleber. Es hat vorne, kann man das hier klappen. Das finde ich gut. Und hier ist dieses, so ein Hackebeil. Sieht aus wie so ein Hackebeil, dieser Stein. Das ist so ein, ich kann ihn rausnehmen, aber der ist da fest. Fest, den kann man auch innen nochmal verschieben. Nach unten und oben. Sieht man jetzt schlecht, aber ja, von unten sieht das Teil so aus. Es ist relativ, ja, mittelmäßig schwer, würde ich sagen. Aber ich finde, von unten ist es auch gut. Schön. Ja, von hinten finde ich es sehr beeindruckend. Mit den Lichtern und von oben. Oh, ein Königsegg. Und wenn man ihn aufmacht, das war schon so von der Fabrik, hat man hier eine Person und einen Helm von unserem Rennfahrer.
Ja, von hinten betrachtet, ein Königsegg-Logo drauf. Ja, das Gesicht. Ja, habe ich auch schon ganz oft gesehen. Und die Haare, ja. Okay, von innen sieht das Teil so aus. Hier hat es noch einen Spezialständer, habe ich jetzt mal rausgenommen. Es sieht aus wie so ein Mikrofon, soll aber ein Schaltknüppel darstellen. Es gibt auch noch einen anderen Stein. Es ist ein kleiner Einer, aber er ist so ein bisschen zylinderartig. Ja, ein kleiner Stein. Boah. Viele kleine Steine ergeben zusammen ein großes Auto. Jo. Ich muss das Teil wieder zusammenbauen. Ich hoffe, ich baue es richtig zusammen. Fahren kann das auch. Und es gibt, man kann zwischen diesen Steinen, also von diesen Rädern, das sind so Sternfelgen, man hat noch mal andere Felgen zur Auswahl. Ich habe jetzt die genommen vom Logo, von diesem Karton. Und weil ich die einfach schöner finde, es gibt noch andere Felgen. Ich kann die jetzt mal rausholen. Hier haben wir sie. Das sind so ganz normale Autoreifen. Ja. Ansonsten war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß dabei. Ja. Und bitte vergisst nicht zu abonnieren. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Und ja. Gut. Das war's.